So, hallo, hallo. Ich hoffe, es klappt soweit erstmal alles. Wir fangen direkt an. Ich hoffe, es funktioniert diesmal besser als das letzte Mal. Denn es wird gleich super schwierig sofort. Meine Idee jetzt ist erstmal, dass wir zum Smelter, die mir nicht mehr so krass hinrennen, dann das wieder ein bisschen langsamer angehen. Und die Viecher auf dem Weg auch ordentlich umkloppen. Damit meine ich nicht alle. Die laufen mal durch. Den jetzt zum Beispiel kloppen wir aber um. Dann ist die Idee so ein bisschen, dass wir am Schluss relativ easy peasy Weg zumindest zu dem Smelter, den wir hin haben. Kann man diese Echse hier irgendwie killen? Oder ist es mehr so eine Statue oder so? Ach, keine Ahnung. Können wir natürlich versuchen, jetzt mit einem Bogen oder so ranzukommen. Naja. Weiß gerade nicht, war es sinnvoll, hier auch nochmal durchzurennen? Nee, ne? Weiß gerade nicht mehr, wir laufen da nochmal durch. Das hat's ja nur nicht so gebracht. Die Idee, warum wir die ganzen Viecher umkloppen, ist nämlich die, dass sie nur eine begrenzte Anzahl an Respawn haben. Und da wir noch eine Weile an dem sitzen werden, ist es nicht unwahrscheinlich, dass sie aufhören werden zu spawnen. Nein, er ist da oben und ich bin hier unten. Das war dumm. Der kommt auch nicht hier runter, ne? Doch, er kommt hier runter. Ach Mann, wieso konnte denn das daneben gehen? So, jetzt gegen den Dicken. Und dann müssen wir mal gucken, nochmal mit den Klamotten. Ich habe gelesen, dass man hauptsächlich Magiewiderstand gegen den mal anziehen soll. Das werden wir probieren. Angenommen, wir überleben den Kampf hier. Gut.
So, dann gucke ich nochmal. Ich glaube, ich habe nicht besonders viel Magiewiderstand, Equipment. Ein paar Sachen konnte man aber so überlegen, ob man das nicht lieber nimmt. Genau, das war. Nee, Chaos war es nicht. Die können wir leider nicht tragen. Hey, Kadra! Kadra first. Das war hier Mask of Judgment. Ja, ich habe mich auch schon ein bisschen hochgepusht mit plus 2. Na, wie geht's dir? Ja, die Black Robes können wir leider nicht tragen, weil wir zu schlecht sind im Glauben. Gab es hier noch irgendwas, was sinnvoll Magiewiderstand hatte? Nee. Black Gloves ebenfalls nicht. Ja. Weiß ja nicht so richtig. Ich bin gespannt auf das, was passiert. Black Boots. Ah, die bringen so krass viel, aber für uns fehlt. Ach so, Intelligenz fehlt uns. Intelligenz 16. So, hier möglichst viel Magiewiderstand anballern. Mein Third Dragon Ring noch gegen irgendwas tauschen? Das ist schon ziemlich gut. Ja, die Überlegung wäre jetzt noch, nimmt man noch eine andere Waffe oder bleibt man mit dem beim Schwert? Ich glaube, Schwert war okay. Ich habe viel Angst vor dem Typen hier. Au! Weil die mich locker heilen können. Na, ich hatte Angst, dass er noch so einen Pulsexplosion macht. Au! Au! Ich kann gerade nicht ausweichen. Oh, wir müssen den Death-Counter wieder aktivieren. Habe ich ganz vergessen. Sekunde. Ja, ich muss sagen, ich war gerade überrascht, wie gut das funktioniert hat. Also für den ersten Versuch war das sehr, sehr gut. Oder? Thank you.
Ja, hoffen wir, dass es noch besser wird, aber ich muss sagen, ich bin überrascht. Mit anderen Worten, ich hätte gedacht, es läuft noch deutlich schlechter. Wow! Ach so eine Scheiße! Lass mich durch, ich bin Beam! Ja. Das war nun nicht so geil. Vielleicht nehmen wir doch einen anderen Weg. Oder wir kloppen die um. Jetzt sind natürlich die 20.000 Seelen auch wieder weg, aber na gut. Kann die leider nicht unabhängig voneinander aufmachen. Ich würde ja gerne erst die Dinger aufmachen und die in Ruhe killen. Wir können auch mal eine Runde nur die killen. Wenn wir das ein paar Runden gemacht haben, dann spawnen die nicht wieder. Dann laufen wir erstmal einen anderen Weg. Damit der Weg sicherer ist. Da liegt auch noch ein Item. Hat er was von dem Feuer abbekommen? Ja, auch. Ich werde auf, dass ich den falschen Helm habe. So, irgendwo war hier doch noch so ein Item. Torch, na gut. Ist das alles? Nee. Ist das alles? Ja. Ist natürlich die Frage, wenn der Weg hier immer noch übelst schwierig ist. Weiß nicht, wie viel wir jetzt abgekürzt haben mit dem ersten Tor. Dann müssen wir doch sehen, dass wir da eher durchrennen. Ach was, er ist nicht tot? Nö! Ach, ich dachte, ich hatte ihn. Thank you.
Wollte ich eigentlich gleich nachgucken, ob das irgendwas Sinnvolles ist. Ist es nicht. So, die generelle Idee fand ich aber gerade gar nicht schlecht. Ich glaube, wir machen es nochmal so und gucken, dass die hier dann nicht mehr spawnen. Weil so viele Respawns haben die gar nicht, wie man immer glaubt. Wir haben es jedenfalls schon mehrmals so geschafft, dass sie irgendwann nicht mehr gespawnt sind. An einigen Stellen im Spiel. Ohne dass wir es drauf angelegt haben. Boah! Er hat den wiederbelebt! Das gibt's doch nicht! Wie auf Film werde ich mich denn der Typ jetzt nochmal umbringen? Okay. Ja, wir müssen demnächst mal einen Ring tauschen. Doch, das gibt's nicht. Ich sehe manchmal einfach nichts durch dieses Feuer. Ach Mann. Ja, vielleicht macht es doch beim zweiten Ding auch keinen Sinn, die umzubringen. Vielleicht ist es einfach mal Pech, wenn man in dem Feuer stirbt, weil eigentlich müsste das relativ sicher sein. Was bescheuert ist. Ah gut, versuchen wir es nochmal. Ach komm! Das war halt so ein bisschen der Grund, oder das ist halt so ein bisschen der Grund, warum ich das vor Gegnern klären will, weil der Weg dahin schon mal so unfassbar ätzend ist.
Hey, Face not found. Vielleicht kläre ich dir nochmal. Ach komm! Man findet leider bei den Viechern auch nichts Geiles, dass man sagen könnte, ja, okay, dann fahren wir die halt ein bisschen. Und diese Verlangsamung ist so scheiße. Oh Mann, die zwei im Doppelpack. So. Das ist auch alles viel schlimmer, als man so hoffen sollte. Bam, weggenascht. Wenn es so leicht wäre. Ein Halo 2 Zitat. Jetzt kommen wir oben zu dem Typen nicht mehr. Sich ätzen wird im Kampf gegen den. Naja, komm her, du. Ach Gott, das werden wir doch so schon verlieren. Mann! Ey, egal wie man diese Stelle angeht, das ist einfach die Hölle. Außer man rennt nur durch, aber dann hat man auch nur eine Überlebenschance von 20%. Und man hat auf jeden Fall keine Zeit, um sich Magiewiderstandsrüstung anzuziehen vor dem Typen. Man kann natürlich direkt mit Magiewiderstandsrüstung durchrennen, aber die hat insgesamt so viel weniger Rüstung, dass wir dann wahrscheinlich auf dem Weg kaputt gehen. Ach, das gibt's doch nicht. Wieso fress ich denn diese Feuerdinger alle? Ja, und dann habe ich da voll die gute Idee. Also man zieht an diesem Hebel und dann kommen von links Gegner und von rechts Gegner. Und von vorne wird Feuer gespuckt. Glaubst du nicht, ein bisschen Feuer gespuckt? Na gut, so machen wir es.
Dann versuche ich doch vielleicht einfach hier auch durchzurennen. Das muss doch irgendwie gehen. Und ich bin bereit anzuerkennen, dass das hier eine reine Skillsache ist. Ob man hier durchrennt oder nicht, ist nicht nur Glück mit den Feuerdingern und mit den Gegnern, sondern ist vor allem, wie gut ist man darin, den Dingern auszuweichen. Ja, so viel dazu. Dann doch wieder Taktikwechsel. Nee, es muss gehen mit dem Feuer. Backstabben durch 3 Tonnen Stahl. Mann, jetzt steht's doch nicht so doof im Weg rum. Wie man zwischendurch auch nur Feuer sieht. Ich krieg's jetzt gar nicht mehr hin, da durchzurennen. Bei dem ersten bin ich reingelaufen, weil ich dachte, der schlägt noch vor mir auf. Normalerweise explodiert der vor mir. Grube des Astrologisten? Ich habe ja manchmal die Hoffnung, dass wir irgendwas finden auf dem Weg hier noch. Wenn wir lang genug gegen die kämpfen, was übelsten Magiewiderstand hat und uns dann irgendwas bringt. So, ich mache jetzt doch wieder die Farmenmethode. Wir hauen die jetzt alle um. Machen das so oft, bis da keine mehr kommen. Komm raus, du, und darum kann ich nicht kämpfen. So. Was natürlich bedeutet, dass wir diesen Kampf hier vor uns haben. Und wir haben beim letzten Kampf den Bogenschützen noch mit gegen uns.
Mann, nichts funktioniert. Oh Gott, wie knapp. Oh Mann, die Steuerung in Dark Souls ist ja sowieso schon gerne mal ein bisschen lahmarschig. Nicht zu vergleichen mit der Steuerung in Dark Souls, wenn man den Verlangsamkeitszauber auf sich hat. Ja, ganz ehrlich, den schaffe ich nicht, wenn der Typ auf mich schießt. Ich ziehe jetzt Magie-Widerstandszeug an und wir rennen an dem vorbei. Welche war das? Ach, die hier. Der ist schon mal gut an. Die Fähigkeit von ihm ist so ein bisschen, dass er jeden Schlag so ein bisschen länger noch zurückhalten kann. Um dein Timing durcheinander zu bringen. Ja, wenn wir jetzt noch Salzack hätten, dann würden wir den, dann hätten wir eine Chance. Und tot. Ey, war aber schon sehr, sehr, sehr gut. Ich muss mir Salzack in den Tab packen. Ich rechne nicht damit, dass meine Estus-Dinger alle sind. Dark Pine Resin habe ich mit drin, weil dagegen ist er schwach. Ist jetzt nur die Frage, wann wir das mal einsetzen. Ich weiß nicht, mit was ich mich noch am liebsten heilen würde. Dann nehmen wir den Radiant Life Gem, den alten. Oder nehmen wir Smooth und Silky Stone? Das würde ich mir noch aufheben wollen, falls noch ein fetterer Boss kommt. Wir können auch das für Notfall noch mit drin haben. Na gut. Thank you.
Achso, nee. Ich wollte gerade sagen, 2 Stunden 50 ist Maximum. Aber nee, wahrscheinlich nicht. Weil ich erst 2 Stunden gelesen hatte und dachte, okay, ist komisch, dass wir genau auf 2 Stunden gekommen sind. Mit der Fackel. Aber ne. Ach komm! Die KI ist wahrscheinlich bescheuert. Seelenfarm bringt hier auch echt überhaupt nichts, die geben alle so wenig. Im Vergleich zu wie schwer die sind. Den Dingern kann man auch nicht ausweichen mit Verlangsamung. Ein Schuss noch! Ach, ein Schlag noch. Ich dachte, ich krieg ihn kaputt und kann mich dann noch heilen. Das ist echt ganz schön krass hier. Aber bei dem Smelter Demon habe ich insgesamt mehr Zuversicht. Also wir haben bisher nur 2 Versuche an dem machen können. Ach komm, wieso ist denn manchmal das alles scheiße? Und die waren aber beide ganz gut. Der letzte hätte mit mehr Heilung auch was werden können. Erst dran verreckt und dann durch ohne Schaden zu nehmen. Wo sind wir hin? Ist der schon despawned? Haben wir schon den ersten Gegner geschafft? Okay. Der ist noch da. Kann man eigentlich nicht vorstellen, dass der schon despawned ist, aber na gut. Vielleicht geht das auch mit manchen so schnell. Haben wir auch wirklich ja mit am häufigsten besiegt.
Kann man den hier rüber locken, den Magier schon? Und der? Ja, er kommt. Ah, dann ist es besser. Einfach hier warten. Komm näher, komm näher, komm näher. Dann ist das jetzt vielleicht die Taktik. Nö, alleine ist ja nicht so schwierig. Jetzt haben wir zumindest schon mal nicht den Debuff. Ey, ich kann den Dingern trotzdem nicht ausweichen, keine Ahnung. So, dann nehmen wir jetzt hier noch den Magier auseinander und dann laufen wir durch. Ah, nun stirb du! Ach, jetzt ist er da unten. Dann laufen wir jetzt durch. Ah, okay, dann laufen wir jetzt durch. Dann jetzt ohne Magie-Widerstandszeug. Dafür mit besserer Rüstung. Wobei, warte mal, vielleicht kriegst du noch einen. Mann, meine Stamina geht ziemlich schnell drauf. Ich muss den anderen Ring nehmen. Kann er seinem Sturm so ein bisschen rauslesen, wie viel. Nein! Wie lange er ausholt. Nein! Mann, das war so eng an der Wand. Ich kam irgendwie nicht weg. Die Kamera war kacke und alles war schlimm. So. Aber kommt, Leute, der ist machbar. Der ist machbar. Das hätte schon sein können. Bisschen weniger doof anstellen und schon geht das. Und ganz ehrlich, der Ring... Nee, Leute, dann... Da muss... Oder? Das, ja, es macht mehr Stamina, aber nicht mehr auffüllen. Wir brauchen den Ring hier. Ohne den Ring geht's einfach nicht.
Ding despawnt. Krass. Okay, der ist jetzt auch schon despawnt. Also das heißt, er ist gedespawnt, er ist halt nicht gerespawnt. Das gibt's doch nicht! Wie kann ich denn an den komischen Typen da sterben? Ey, ich sehe manchmal nichts. Das Ding trifft mich und dann ist einfach meine Sicht weg. Okay, ist weg. Ich warte doch hier hinten. Mach die einzeln. Weißt du, eigentlich sind die gestaggert, wenn ich die dann hau. Können ja auch nix. Ich weiß auch nicht. Naja, was heißt, sie können nichts, wenn die zuhauen, das hat gerade mal 50% meiner AP gemacht, der Schlag. Ist jetzt nicht so viel weniger als der Smelter, den man dann Damage macht. Ey, der Typ ist so lächerlich hier. Oh. Ich verstehe es manchmal einfach echt nicht. Boah! Ey, diese Typen! Das gibt's doch nicht! Ich auf jeden Fall schon öfter gekillt als das Meta-Demon.
Wieso komme ich denn da jetzt nicht mehr durch? Könnte sein, dass das die Folge wird, wo ich am meisten sterbe. Oder bisher am meisten gestorben bin in allen. Ja, seit ich Dark Souls spiele. Inklusive dem ersten Teil. Ach, wir sind über 70%, wir haben Heavy Roll. Ach, ich Idiot. Komm her, komm her, komm her. Get down! So. Und jetzt hoffentlich erfolgreich gegen den Typen. Ey, es ist einfach unmöglich. Dass wir jetzt genug HP haben. Ich glaube, ich ziehe hier schon Magieklamotten an und renne durch.
Jetzt könnte man sich auch wieder überlegen, ob man den Ring gegen irgendwas tauscht. Ah, wir haben ja jetzt einen Ringslot mehr frei als eben. Mal wieder ein bisschen mehr in die Mitte, du Heini. Ach komm. Wir sind schon wieder am Rand hier. Und nochmal vom Rand weg. Heilen. Und Puls. Wieso ist er denn schon wieder am Rand? Er klebt einfach am Rand. Ach Gott. Ich habe eigentlich nur auf den nächsten Moment gesucht, um mich heilen zu können. Nach dem nächsten Moment gesucht. Er klebt einfach die ganze Zeit am Rand. Ich habe da nicht genug Platz. So, ich würde sagen, letzter Versuch und dann gibt es erst nochmal Kaffee. Letzter Versuch meine ich nicht, wenn ich jetzt hier im Feuer sterbe, sondern dann wirklich. Bei dem Typen. Als ob ich es geahnt hätte. Aber woher hätte man das ahnen können? Nicht aus der Zukunft? Weiß ich Dinge, die man noch gar nicht wissen kann? Es ist echt absurd, dass die Typen mit einem Schlag 50% meiner HP abziehen, obwohl ich diese Ausrüstung trage. Ich bin ein verdammter Panzer. Thank you.
What, der hat es überlebt? Na, nur hau ihn doch einfach nochmal. So. Ja, endlich muss man beim letzten Versuch sagen, wäre ich nicht getroffen worden, hätte ich auch nicht nach einem Punkt suchen müssen, um mich da heilen zu können. Jetzt ist es dann doch ganz simpel. Weniger treffen lassen und dann muss man noch weniger Zeit verheilen. Kann der mal wieder aus der Ecke da rauskommen? Ey, ist das echt zum Heulen. Nein, der Puls! Und ich bin zu nah dran. Okay. Puls! Heilen! Heil! Dreh dich! Heil dich! Es ist nichts mehr drin! Okay, probieren wir mal die Heilung aus. Okay, heilt. Nochmal? Oh Gott, das hält ja ewig langsam.
Ja, geil, mit einer Heilung, die 12 Jahre braucht, kann ich auch nichts anfangen. Ah! Wie kann denn so eine Heilung noch langsamer sein als diese bekackten Estus-Dinger? Da braucht er ja schon 3 Jahre, um da so einen halben Schluck zu nehmen. So geht das. So, kurz Päuschen. Ich brauche dringend mehr Kaffee. Und dann kloppen wir den hoffentlich irgendwann mal um. Ach ja, bis gleich. Oh, hey Corvus. Ja, gibt es. Ich kann dir gerne mal privat eins zukommen lassen. Ich würde das ungern veröffentlichen. Ups. Da ist mir das Controllerkabel abhanden gekommen. Map, so, na dann, herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2. Wir kämpfen gegen den komischen blauen Nikolaus oder was für ein Viech das sein soll. Und der ist gemein zu uns. Aber verzagt nicht, wir werden es irgendwann schaffen. Ja, allein heute sind es schon 20 oder so und ich spiele gerade erst eine Stunde. Es ist ganz schön lächerlich. Mann, ich sehe auch einfach manchmal nichts, das ist einfach nur alles Feuer. Es geht darum, zusammenzuweinen, Corvus. Du musst mitweinen. Mit der Macht des Weinens werden wir. Mit unseren Tränen schmelzen wir den Smelter Demon. Ich warte immer noch auf den Corvus Dark Souls Stream. QQ. Oh. Finde ich echt ganz schön lustig. Das Schwierige am Dark Souls Stream ist leider so wenig Spoiler und Hinweise zu kriegen wie möglich. Und das ist halt oft auf Twitch nicht so einfach. Auch wenn ich ja auch selber immer mal nach Tipps frage und so und ich ja auch ganz viele Tipps bekommen habe. Aber halt gerade zum Einstieg ist es, finde ich, ganz wichtig, da vergleichsweise mit wenig Kenntnis dran zu gehen, wie man was zu machen hat, sondern das einfach so zu machen, wie man eben glaubt, dass man das so macht. Ja, selbst diese simplen Gegner machen mittlerweile so krassen Damage und ich habe normalerweise die meisten Leute gehen mit einer mittleren Rüstung oder so durch. Ich habe die fetteste Rüstung an, die es mehr oder weniger in diesem ganzen Spiel gibt. Und sie machen trotzdem so einen unfassbaren Schaden. Wie weit ist noch übrig? Also das Hauptspiel haben wir durch. Das ist der zweite DLC von 3. Und mit dem sind wir auch mehr oder weniger durch. Es fehlt noch der Smelter Demon und es gibt wohl noch einen anderen Weg, den ich noch übersehen habe.
Und dann sind wir mit dem DLC durch, dann kommt noch der dritte DLC und dann geht's weiter mit Dark Souls 3. Aber das Hauptspiel ist schon länger durch. Jip. Wir sind da mittlerweile auch schon bei fast, also nach dem heutigen Stream, glaube ich, sind wir bei 60 Stunden. Schon ganz ordentlich. Ich glaube, ich will sehen, dass ich den Typen hier noch kille. Ach komm! Nur noch den einen Typen, nur noch den einen Typen. Verdammt, wieso laufe ich nicht einfach zum Boss? Das kann nur Witcher 3 übertreffen. Ich weiß ganz ehrlich gar nicht, wie lange ich bei Dark Souls 1 gebraucht habe. Ich habe aber schon ein paar Sachen im Stream gespielt, die länger waren. Ich habe jetzt zum Beispiel Fallout New Vegas 100% gespielt mit allen vier DLCs. Aber ja, auch Witcher 3 ist da drüber. Ja, zumal das nächste Spiel, was ich vorhabe, jetzt abseits von der Dark Souls-Reihe, wird ja nochmal deutlich länger. Aber vor dem nächsten für diese 15 zu zocken. Ich will nur Trackmania nicht einfach so mittendrin aufhören. Das Spiel finde ich so der Hammer. Und daher würde ich eigentlich gern Trackmania vorher durchspielen, falls es mir möglich ist. Weil Trackmania ist auch eine Bitch. Final Fantasy 23, ja. Final Fantasy 23, 17. Corvus zockt Final Fantasy, fände ich auch mal witzig. Monkey Island 1? Ja gut, das geht ja schnell. Hey Diversus! Ich habe gesehen, du zockst jetzt auch XCOM 2 mit Add-on und Long War, glaube ich, auch schon, oder noch nicht? Ich verzweifle hier gerade so ein bisschen. Wir sterben im Feuer. Noch kein Long War, okay. Ich habe auch vor, mir mal das Add-on demnächst zu geben von XCOM 2 und dann werden wir mal wieder mit XCOM streamen. Ich habe das ja leider noch nicht. Es ist halt nur so viel anderer Kram auch zu zocken. Ich habe ja gerade schon erzählt, dass ich Final Fantasy 15 demnächst mal spielen werde. Das ist ja auch kein kleines Spiel. Dark Souls 3 steht auch demnächst an. Lohnt sich definitiv. Ja, ich habe auch nur Gutes gehört. Und bist du mittlerweile mit XCOM 2 warm geworden oder findest du es immer noch nicht so cool wie den ersten? Okay. Ach, schön. Das freut mich. Hatte ja schon befürchtet, dass es dann doch ein Fehlkauf war. Nachdem ich sie so empfohlen hatte. Aber cool. So, jetzt sehen wir, dass wir den Hansel hier noch klein kriegen.
Oh Gott, ey, es ist immer alles so knapp. So. Jetzt umziehen, heilen, ab zum Boss und dann legen wir den hoffentlich mal. Okay, so Leute. Schluck Kaffee und dann Konzentration. Das sind eine Menge Hosen. Ja, generell, wenn man das Spiel schon eine Weile spielt, dann hat man extrem viel Items. Ich kann ja mal zeigen, wie viele Waffen ich habe. Dann fangen wir mal oben an. Was es manchmal auch wirklich ganz schön schwierig macht, wenn man jetzt irgendein neues Item findet, da durchzublicken. Hier auch allein die verschiedenen Kategorien an Sachen, die ich habe. Ah ja. So. Enter the Mist! Geh durch! Heil dich! Und dann haben wir endlich mal den Bosskampf wieder. Der ist der Puls. Fuck! Teil mich nochmal. Drei Heilung. Fuck, wieso weiche ich denn der Scheiße nicht aus? Heil dich! Heil dich! Heil dich. Nee, hau zu. Zuhauen. Ey, der klebt immer irgendwo an der Wand, dass ich nicht hinterkomme. Mann, der klebt doch nicht an der Wand. Heil dich! Ganz in Ruhe zu Ende machen. Nein! Heil dich! Ganz ehrlich, ich hätte viel bessere Chancen, wenn ich nicht so viel Estus Flask auf dem Weg verballern würde. Ey, ich krieg's einfach nicht hin.
Mann! Nein! Wie es einfach nicht funktioniert. Jo, Corvus, viel Spaß beim Lurken. Vielen Dank fürs Zusehen oder wie auch immer. Ich weiß nicht, sollte ich einfach nur Feuerwiderstand mal anziehen? Kommt bei den Sachen eigentlich eher aufs Gleiche raus. Ich könnte natürlich, bis ich beim Boss bin, den Flammenring anziehen. Vielleicht sinnvoll. Ja, wie man zwischendurch einfach immer nichts sieht. Sind es nur noch zwei? Dann können wir demnächst hier durchgehen. Wenn die weg sind. Ist ja so ein bisschen die Idee, dass wir die hier so lange farmen, bis die nicht mehr respawnen. Und dann nehmen wir den Weg hier als Abkürzung. Den könnte man natürlich jetzt eigentlich eher den Blitzring nehmen. Macht vielleicht nicht so einen großen Unterschied. So. Umziehen, heilen und rein da. Geil, wir haben noch 9 Estus übrig. Mann! Das hätte ich mit hinkriegen müssen, um den Puls auszuweichen. Heil dich! Um eine Heilung haben wir noch. Zu früh. Heil dich. Ah, die Heilung hätte ich mir jetzt sparen, ne? Zeit.
Heil dich. Nein! Ach Gott, und die Heilung ist nicht mal durchgegangen. Zwei Heilungen. Hol's weg! Er pulst weg, 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 weg! Nein! Heil dich! Krieg ich noch eine Heilung durch? Aber wieso bin ich denn dem Ding gerade nicht ausgewichen? Heil dich nochmal. Komm auf Nummer sicher hier. Ey, ich verstehe es nicht, warum ich das nicht mehr ausgerichtet kriege. Puls. Ach Gott, nimm die Heilung. Okay, jetzt entweder alles oder nix. Ja! Ach Gott! Ist es der erste oder der zweite? Ja, habe ich es überlesen? Hatte ich nicht noch. Oder habe ich den einen Smelter-Demon schon jetzt ausgegeben und das ist einfach der zweite? Und dann kommt einfach nochmal die gleiche Seele wie bei dem ersten? Naja. Wie auch immer. Oh Gott, ey, ich kann es kaum glauben.